Hallo zusammen, ich habe hier ein Kühlaggregat und zwar fertigen wir Kühlaggregate auf Bestellung. Hier jetzt zum Beispiel mit einer 3 Meter langen Leitung, also vom Kühlelement bis hierher 3 Meter und dann haben wir hier noch ein bisschen mehr. Wir haben hier auch Schnellkupplungen, wir können diese Leitung, kriegt ihr getrennt, geliefert. Und die kann man zusammenschrauben und das ist komplett vorgefüllt. Zweitens gibt es dazu mechanischen Thermostaten. Das heißt, dieser Fühler hier, der wird mit einem Klebeband an die Platte montiert und über das Kabel wird hier dieser 12 Volt Kompressor angesteuert. Man kann heute Digitalthermostaten einsetzen, dann sehe ich die Temperatur, dann steuere ich nicht die Plattentemperatur, sondern effektiv die Raumtemperatur. Ich habe eine genauere Einstellung, mache ich euch einen Link hier oben in der Endcard. Dann, dieser Kunde will das Aggregat an die Wand montieren, das heißt, wir haben diesen Winkel, der wird an die Wand geschraubt. Und mit diesen Snap-on-Bolzen die kommen dann von unten herein, ich mache jetzt nur ein, das Aggregat wird hier drauf gesetzt und dann mit einer Feder hier noch eine Unterlagscheibe. Hier draufgesetzt. Wir sehen das kurz aus der Nähe an. Dieser Bolzen hier, das Aggregat kommt drauf. Die Unterlagsschiebescheibe hier oben und dann dieser Befestigungsbolzen hier drauf und das viermal. Hier bei der Steuerung, hier löse ich am besten diese Schraube, drehe ich rein und dann kann ich die Elektronik so wegklappen, dann komme ich auch gut zum hinteren Anschluss. Hier habe ich einen Highspeed-Widerstand. Dieser Widerstand brauche ich, um den Kompressor auf Höhe Drehzahl laufen zu lassen. Das heißt, wenn er ohne betrieben wird, hier hänge ich den Thermostat an auf T und auf C. Hier drüben haben wir die Bezeichnung auf der Steuerung. Also T ist ganz unten, C ist der drittunterste. Wenn ich das mit diesem Widerstand betreibe, läuft auf 3500 Umdrehungen, ohne Widerstand auf 2000 Umdrehungen. Und so habe ich eine andere Kühlleistung. Dieser Kompressor, das ist der BD35 Standardkompressor, wird zu Tausenden verbaut, ist der meistverbaute, beste 12 Volt Kompressor, den es gibt auf dem Weltmarkt. Da mache ich euch unten im Beschrieb einen Link aufs Datenblatt. Eben hier den Link auf den Digitalthermostaten und hier zur Playlist über all diese Elemente mit den Maßen und so weiter. Also wir haben zig verschiedene Elemente, längere Leitung, Kupplungen, auch mit 230 Volt und so weiter. Und wünsche euch einen schönen Tag.